das ist Dings. Ich hab das von einem Freund bekommen. Ich weiß nicht. Na, komplett fake einfach. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie man es am Thumbnail und im Titel schon lesen kann, gibt es heute keine Gucci-Potter-Reaktion. Das liegt aber nicht daran, dass ich es einfach vergessen habe, sondern erster Link in der Infobox, da ist mein Reaction-Kanal, da findet ihr auch die Reaktion auf das neue Gucci-Potter-Video. Also einfach unten reinschauen und den Kanal gleich bei der Gelegenheit abonnieren. Danke, Mann! Freunde, gerade komme ich aus dem Training. Im Training wurde ich zugespammt mit Nachrichten, dass unser Wambo Rambo, der von mir gekürte Rapper mit den allerschlechtesten Outfits, der hat angeblich eine Ansage gegen mich gemacht und ich gehe da jetzt perfekt aufgewärmt aus einer Cardio-Einheit ungeduscht in diesen Zweikampf. Bin natürlich sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Wir sehen es hier schon. Wie viel ist dein Outfit wert? Rich Kids Edition von Leon. Vor einer Stunde online gegangen. Das heißt, wir sind heute ganz pünktlich unterwegs. Bin natürlich gespannt. Schauen wir rein. Here we go. Yo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert in der Hamburger Innenstadt. Leon gleich mal mit einem Outfit schwarz in schwarz. Also thematisch schon mal perfekt angepasst an das heutige Begräbnis von unserem Wambo Rambo. Ich bin gespannt, was für Outfits wir finden. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Da haben wir schon. Rambo, klassisch mit seinem 18 Karate Shisha Mundstück mit einem weißen Adidas Shirt. Na, bin schon sehr gespannt. Ich heiße Rambo. Oh, und er natürlich gleich wie Rambos Bodyguard in so einem Tanktop. Bin gespannt. Rami, ja. Wir hatten dich ja schon mal ein Video, ne? Ja. Letztes Mal hast du ein neues Video gedroppt. Ja. Und heute auch wieder ein Video? Heute kommt auch ein neues Video. Heute kommt ein neues Video? Ja. Okay. Ein neues Video von Rambo, Freunde, das müssen wir natürlich auch abchecken. Mein Single heißt Nichts zu verlieren. Ja, das glaube ich da gerne. Ja, da gäbe es schon Dinge, die du vielleicht verlieren solltest. Da gibt es eine gute Sendung, die heißt The Biggest Loser. Ich glaube, das wäre das richtige Format für dich. Freunde, ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen unter der Gürtellinie unterwegs, wobei man eigentlich bei seiner Statur eh schwer ausmachen kann, wo sich seine Gürtellinie befindet. Das ist ganz einfach. Wir haben hier einen Rapper. Also von dem her muss ich mich an das anpassen und hier so ein bisschen im Rap-Game seine Punchline trainieren, weil er ja mehr am Munchline im Burger King am Üben ist. Es ist in Mallorca gedreht. Ja. Ich sag, also, Mallorca, uff. Sagst du, ist ein geiles Video, oder? Ich sag nur so, alle sollen halt das angucken und alle sollen das halt einfach angucken. Ich schreib mal. Okay, ja, das klingt sehr verlockend. Warum? Alle sollen es einfach angucken. Eure Meinung rein, erster Link in der Videobeschreibung. Heute Nacht um 12 Uhr, ne? Heute um 23:59 auf allen Plattformen, Amazon Music, auf alles. Freunde, haben wir verpasst. Von mir aus gesehen war das heute, also unbedingt reinschauen. Apple okay. Music, Spotify, auf YouTube mit einem geilen Video. Okay, bin gespannt. Enttäusch mich nicht, Digga. Nein, ich täusch niemanden. Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber zu deinem Outfit. Was haben wir für Schuhe? Erzähl mal. Bro, ich habe Air Force an. Oh mein Gott, er hat gelernt daraus, Freunde. Heute mal keine kurzen schwarzen Socken, sondern wirklich angepasst weiße Socken. Also er lernt. Also Congrats Rambo, finde ich sehr, sehr gut. Air Force ganz normal, ja. Was zahlt man für die? Ich habe dafür bezahlt. Heute mal wirklich kein so schlechtes Outfit an. 110. 110? Ja. Okay, nice. Socken? Calvin Klein. Calvin Klein Socken, so eine Sneaker Socken, ne, für den Sommer. Ja. Was ich weiß nicht? Echt nicht, also zwischen 8 oder 18 Euro, weiß ich. 18 also, Euro, ja. Kommt schon hin, ne? Normal. Hose? Dann habe ich, also... Stabiles Outfit, kann man nichts sagen. Sozusagen von Zara. Zara Hose, ja. Ich habe das für 25. 25 auf Easy Going, ja. Ja, das sind gut die Hosen, ne? Easy Going. Ja. Okay, Gürtel? Habe ich heute leider nicht. Ja, genauso wie... Aber jetzt haben wir die Gürtellinie gesehen, aber leider heute ohne Gürtel. Ich habe heute auch kein Gürtel. Kein Gucci-Gürtel bei Leon, was ist denn da los? Gürtel. Kein Gucci-Gürtel heute, ne? Yeah. Okay, T-Shirt? Ist von Adidas. Adidas T-Shirt, die kostet ungefähr 20, aber mit der Beschreibung hinten. Zeig mal hinten. Kostet das sozusagen 30 Euro. Nein. Nein, er hat sich seine Merch auf Adidas-Shirts gemacht. Wahnsinn. 359. Ist das sein Umfang oder was ist das?
Achso, das hast du selber raufgemacht, hier Rambo. Nee, Adidas hat es gemacht. Ja, 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 safe. Original Adidas. Die haben jetzt einfach entdeckt, das Talent in Rambo, und gesagt, Brudi, wir machen da jetzt, können wir bitte eine Kooperation mit dir machen? Wir brauchen mehr Umsatz und das können wir nur mit deinem Namen schaffen. Also, yeah. ich hab das so bei Adidas fertig. Achso, Adidas. Okay, ID-mäßig. Das hat das selber rumgemacht. Ja, genau. Kann man so customized T-Shirt bestellen, oder? Genau. Okay, deine Kette hatten wir beim letzten Mal schon. Ja. Das Shisha-Mundstück, uiuiui. Also das ist eine normale Kette, der kostet Taui. Ja, ganz normal, Taui, die Kette, easy für einen Rambo. Taui, genau. Die Kette ist echtes Gold, ne? Genau, 18 Karat. Und 18 Karate, Bruder. Und das Mundstück auch aus 18 Karat kostet 700. Das Ding ist, Rambo hat mich ja eigentlich eh schon geschlagen. Seit ich die zwei Videos von ihm gesehen habe, leide ich an einem ganz fürchterlichen Tinnitus auf den Augen. Ich sehe lauter Pfeifen und Freunde, nein, damit meine ich nicht nur sein Shisha-Mundstück. Man kann das auch checken, ob das echt oder nicht. Ja. Wenn ich sage, es ist echt, dann ist es auf jeden Fall echt. Naja, man muss den Worten Rambos einfach trauen. Echt. Und das geht auf jeden Fall an Maximilian. Maximilian bei der Gelegenheit. Mit meinen 80 Cent. Ketten, ne? Wir werden uns sehen in Hamburg. Komm nach Hamburg und wir werden persönlich reden. Ah ja, das klingt sehr verlockend. Eine 10-Stunden-Fahrt von Wien nach Hamburg, nur um mich mit einem 15-Jährigen zu schlagen. Brudi, komm lieber nach Wien. Komm nach Wien, ich lade dich ein auf 4, 5, 6 Berliner Döner. Wenn es genug ist, schaffst du vielleicht irgendwann deine eigene Postleitzahl. Nein, Freunde, ist natürlich nur Spaß. Safe ein sympathischer Kerl, aber ich versuche mich da auf Rap-Basis so ein bisschen auf die Punchlines einzustellen und da darf man schon mal solche Ausflüchte machen. Sicher ein sehr netter, sympathischer Mensch. Du weißt. Also er hat gesagt, das ist nicht echt, oder wie? Egal, er labert zu viel und seine Fresse werde ich noch halten. Sogar. Oh, du wirst meine Fresse halten, da wirst du ein bisschen schwer tun. Aber Brudi, wirklich, ich gebe dir einen Tipp, vielleicht solltest du jemanden in deinem Genre suchen, auch in dem Rap-Game, vielleicht so ein bisschen auch in deiner Altersgruppe 15. Ja, Lil Shrimp. Weißt du was, leg dich doch einfach mit Lil Shrimp an. Wobei, ich glaube sogar der steckt da dein Shisha-Mundstück in den Arsch und blast dich auf wie ein Luftballon. Bro, ein bisschen cool down, weil du weißt, die Monetarisierung. Ich bin noch cool, aber okay. Es gibt so manchmal, sag ich mal. Ich glaube, es war jetzt nicht schwierig zu erraten, welches kreative Schimpfwort er sich da hat einfallen lassen. Aber Brudi, hey, der will sich da anscheinend wirklich mit mir anlegen. Ich bin ja angeblich aufgepumpt aufgrund von Steroiden. Er wirkt eher angepisst aufgrund von Hämorrhoiden. Also vielleicht sollte er einfach ein bisschen runterkommen. So wie auch Leon sagt. Das muss ich wegpiepen. Das muss ich wegpiepen, das können wir nicht reinmachen. Das war's, ne? Das war's eigentlich. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich jetzt hier ein. Ein spannendes Outfit, Digga. Mhm. Ne? So ein bisschen für Sommer, weiße Schuhe, weißes Oberteil. Ist einfach auf entspannter. Ne? Ja, normal. Ja, gut kombiniert eigentlich. Also kann man nichts sagen. Outfit-technisch auf jeden Fall eine Verbesserung zu sehen. Jetzt muss es nur mehr im Rap-Game klappen. Aber Brudi, wenn es im Rap-Game als Rambo nichts wird, probier es im Polizeigame als Rambock. Vielleicht wäre das das Richtige. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Leute, checkt das Gewinnspiel ab auf meiner Seite. Ich heiße da. Upsi. Um die Gewinnspiel geht es halt sozusagen mehr kommentieren. Wobei geht es um die Gewinnspiel? Auf mein neues Musikvideo nichts zu verlieren. Check das einfach ab und Leon wird das halt verlinken. Leon heißt er nämlich, ja. Leon oder Leon? Leon. Leon. Ja, Leon. Leon, ja. Nochmal falsch gesagt. Pack ich euch rein, ich habe heute mal keinen Kritiktag, weißt du, da gönne ich ein bisschen Werbung. Pack ich rein, check ja, das ab. Ja, safe. Ehrenhaft von dir, Leon. Ab, Leute, zweiter Link. Ja, voll, check das auf jeden Fall ab. Zweiter Link in der Infobox bei Leon, also schauen wir da rein. Rambock wird natürlich supported as fuck. Mit dem Kopf durch die Wand. Nichts zu verlieren, Leute. Ich bin Max. Max. Max, servus, ist mal gleich sympathisch. Ja. Was geht ab, Holger? Wir sind durch Hamburg. Nein, er chillt einfach mit einem kurzen Shirt und er hat... Ist das eine, nein, ist keine Moncler, aber einfach das ist so ein Daunen-Gelee an, einen Sweater dazu, lange Hose. Den muss er kalt sein. Irgendwas Spezielles, was du kaufen willst, oder? Wir wollten noch einen Gucci-Gürtel kaufen. Gucci-Gürtel? Richtig. Ah, er weiß Bescheid. Ich muss sagen, extrem warm heute, du hast Pullover und Weste. Ja, Dings, heute Morgen, wo wir losgefahren sind, war noch ein bisschen kalt, aber jetzt ist es und jetzt aktuell bei 26 Grad? Ja, ist schon warm. Schon warm. Ja, schon ein bisschen komisch jetzt, wenn die Leute uns so angucken. Ja, normal. Ja, alles gut. Ich habe mich nur gewundert, aber ich bin extrem am Schwitzen. Ja, alles gut. Okay, dann lass mal abchecken, was für ein Outfit du hast. Ja. Lass mal bei den Schuhen anfangen. Was haben wir da? Yeezy Stance. Okay, ja, ich find tatsächlich, das sind noch die schönsten Yeezy nach den V1. Ja, was hast du bezahlt für die? Ich habe die neu bekommen, 220.
Aber ich trage meine Yeezy eigentlich nur mehr zum Trainieren. Von Adidas direkt, oder? Genau. Ja, okay, nice. Okay, was haben wir noch? Hose? Hose Zara. Zara? Weiß Bescheid, ne? Okay, was haben wir noch? Hose? Hose Zara. Wie steckt die Hose, Alter? Die unten einmal so reingestülpt, Bruder. Zara? Weiß Bescheid, ne? Besser richtig, Hosen. Richtig. Okay, Fuffi oder was hast du gesagt? Genau, Fuffi. Fuffi. Okay, ja. Was haben wir noch? Gürtel? Gürtel. Gucci-Gürtel. Oh, Gucci-Gürtel. Ja, na sicher für Leon. Gucci-Gürtel? Leute, ihr wisst Bescheid. Gucci-Gürtel? Ja. Und du willst dir jetzt noch einen holen? Nein, mein Freund wollte sich einen holen, weil ich habe mir jetzt einen geholt. Ah, okay. Wollte auch noch einen holen. Bist du zufrieden? Gucci-Gürtel bin ich zufrieden. Und ist er bequem? Wie ist die Quali? Sehr gut. Ist gut, ne? Ja, die ist sehr gut. Okay, perfekt. Was haben wir noch? Die Quali oder die Quali? Jetzt bin ich gespannt. Weste? Weste, ich weiß gar nicht. Die habe ich mal bei Galeria Kaufhof gekauft. Ja. Die war reduziert von 150 auf 30. Dann habe ich gesagt, nehmen wir die mit. Im Sommer, ja, kann ich mir vorstellen, dass die gut geht. Dann muss man es natürlich sofort anziehen, egal wie viel Grad es hat. Also ein bisschen auf Schnäppchen, ja. Ne? Richtig. Okay, aber sieht gut aus, muss Dankeschön. Ich schon sagen. Dankeschön. Pullover, was haben wir da? Zeig mal in die Kamera. Stony. Ja, was sonst? Stone Island. Schaut ein bisschen strange aus, oder? Stone Island? Ja. Das Patch ist doch riesig. Patch ist aber riesig, Digga. Ja. Nein. Ja, das ist Dings. Ich hab das von einem Freund bekommen. Ich weiß nicht. Na, komplett fake einfach. Genau. Achso, okay. Was kostet was? Den habe ich von meiner Mom bekommen, aber ich glaube. Den habe ich von meinem Freund bekommen. Und jetzt den habe ich von meiner Mom bekommen. What the fuck? 200? 200? Ich bin sicher, ich kann ja, okay. Sagen. Kommt auf jeden Fall hin. Was haben wir noch? T-Shirt. Wie schlecht kann man lügen? Off-White, warte. Off-White T-Shirt? Ja. Bin ich mal nein, gespannt. Nein, nein, nein. Wird das jetzt auch noch fake? Das mit dem Okay. Das ist das Anzugsding mit Nike gemeinsam. Drauf. Keine Ahnung, wer so einen Schrott gekauft hat, wirklich. Ah ja, okay. Fittet auch extrem gut, Bruder, muss man sagen. Auch gar nicht ausgewaschen oder so. Finde ich nice. Es gibt Leute, die denken sich so, ja, soll ich es in meiner Größe kaufen? Und du denkst dir einfach, scheiß drauf, ich kauf's vier Nummern kleiner. Yeah. Was zahlt man dafür? 100. 100? Ja, vorhin bei The Plug habe ich auch geguckt, 130 mittlerweile. 130? Ja, weil es niemand will, das Shirt. Ich habe das für 100 bekommen. Ja, okay. Okay, was haben wir noch? Das war's eigentlich. Das war's, ne? Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich hier ein. Ja. Max, ein spannendes Outfit. Ja. Bisschen zu warm für heute, aber ja, sieht trotzdem gut aus. Dankeschön, Dankeschön. Max, willst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ich grüße Finn, mein Freund, und folgt mir auf Insta, Max. Mal ein bisschen Hamburg shoppen, eigentlich ein Gucci-Gürtel. Ja, eigentlich. Okay, D-Squared Cap, Gucci-Gürtel, das wird kein spannendes Outfit, Freunde. Ich glaube, mit der Vernichtung von Rambo haben wir es heute eh hinter uns gebracht. Alle sollen das halt einfach angucken. Wenn ihr lachen musstet, liebe Leute, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und ein Like da. Schreibt mir, was ihr am witzigsten gefunden habt. Ich fand es sehr spannend. Also der Rambo, der da aufgeht und sich noch mehr aufplustert, als er eh schon ist, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Liebe Leute, schaue ich gerne nochmal rein. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Gucci Potter Reaction in der Infobox. Schaut bei meinem Reaction-Kanal vorbei. Das war's für mir, euer Maximilian. Seine Fresse werde ich noch okay. Halten. Creed Aventis Cologne.